Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden. Der Winter ist zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Checkup, das Gesundheitsmagazin. So schön Skifahren aber auch ist, der Schneesport birgt auch Risiken. 5 bis 7 Mal pro Tag rückt ein Rettungssanitäter auf dem Titlis aus. Die meisten Fälle schickt er dann gerade ins Spital. So auch Anita Kempf. Wir haben sie nach einem schweren Skiunfall zurück in den Alltag begleitet. Egal ob mit dem Snowboard, dem Schlitten oder mit dem Ski. Gross und klein hat Spass auf dem weissen Pulver. Doch auch wenn es noch so schön aussieht, der Wintersport ist nicht ungefährlich. Auf der Piste 2 haben wir einen Unfall. Verdacht auf eine Knieverletzung. Ich gehe gerade runter und tue das erledigen. Ha? Um die 7 Mal am Tag rückt der Rettungssanitäter Martin Hepting auf dem Titlis aus. Die meisten von seinen Patienten landen dann im Spital. Es sind sehr unterschiedliche Bilder. Wir haben hier Gletscherspalten, wir haben felsdurchsetztes Gelände. Es kann etwas im Absturzbereich sein. Es kann aber auch jemand sein, der nicht im Freiride-Gelände unterwegs ist und auf der Piste. Und dort haben wir vor allem Knieverletzungen. Nachher haben wir Oberschenkel, dann Handgelenk und Schultern. Bilder, die auch Anita Kempf nicht verschont geblieben sind. Vor gutem Jahr ist auch sie im Notfall gelandet. Ich habe mich verkantet, bin gestürzt und als ich aufstehen wollte, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Sofort haben die Ärzte die Knie und das Bein von Anita Kempf untersucht. Als erstes soll ein Röntgenbild Aufschluss geben. Diese Bilder zeigen schnell die Spuren des heftigen Sturzes. Man sieht, dass der Schienbeinkopf gespalten ist und die Gelenkfläche ganz tief eingedrückt ist. Der Oberschenkelknochen hat hier wie eine Axt gewirkt. Man sieht es noch viel besser auf einer Computertomographie mit einer dreidimensionalen Rekonstruktion. Wenn wir jetzt das hier anschauen, sieht man, wie hier die Gelenkfläche sehr tief eingedrückt ist, aus verschiedensten Stückchen besteht. Eigentlich sollte diese Gelenkfläche aussehen wie die hier. Ein Bruch, wie es jedem Skifahrer passieren kann, egal wie gut oder schlecht das er fährt. Die Pisten werden zwar von Jahr zu Jahr immer noch besser präpariert. Die Sicherheit wird grösser und die Skiausrüstung besser. Genau das verleitet aber auch zum schnelleren Fahren und das wiederum führt zu Zusammenstössen und Verschneider. Die landen dann, wie Anita Kempf beim Dr. Rief, im Spital. Das Prinzip der Operation ist, dass man die Gelenkfläche so anatomisch wie möglich wieder einrichten. Da muss man die Stückchen wieder herfügen und tut es nachher mit dem Implantat, mit Platten und Schrauben stabilisieren. Im Fall von der Frau Kempf hat das alleine nicht genügt. Wir haben den grossen Knochendefekt, den man im Röntgenbild gesehen hat, mit einem Stück Knochen, das man aus dem Becken genommen hat, müssen auffüllen. Nach der Operation ist bei der 61-Jährigen eine intensive physiotherapeutische Nachbehandlung Pflicht. Dabei ist es vor allem wichtig, dass die Physio eben gerade nach dem Eingriff anfängt, auch wenn die Patientin dann noch mehr muss auf die Zähne beissen muss. Das ist etwas vom Allerwichtigsten, die sofortige Bewegung. Die Bewegung verhindert Verklebungen, Vernarbungen, sie hilft, den Knorpel zu ernähren. Wichtig ist aber nicht übermässige Belastung. Die ersten 6 Wochen hat Frau Kempf nur 15 Kilo Teil belasten und dann langsam das Gewicht steigern und ist nach 3 Monaten stockfrei gelaufen. Heute, knapp ein Jahr nach dem schweren Unfall, kommt Anita Kempf zurück zur Nachkontrolle. Die neuen Röntgenbilder stimmen den behandelnden Arzt zuversichtlich. Man sieht, dass der Knochen völlig durchgebaut und geheilt ist. Das Weisse entspricht am Knochenstück, das man vom Becken genommen hat, wo eingeheilt ist. Die Gelenkfläche stimmt, also es sieht gut aus und die Frau Kempf darf wieder Skifahren. Und das muss man den leidenschaftlichen Schneesportlern nicht zweimal sagen. Schon in ein paar Tagen will sie darum wieder ab auf die Piste. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie wie immer unter checkuptv.ch.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden.